Servus, grüßt euch und hallo, der DJ Nick heißt euch wieder ganz herzlich willkommen. Transportfieber 2 auf der Bayernkarte und mich freut's, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und das Erste, was eigentlich, wenn man jetzt so schaut, es ist noch Stopp gedrückt, was einem ja sofort ins Auge fällt und euch bestimmt auch, ist diese erschreckende Ecke links unten. Ganz genau. Wir haben nämlich Minus und da stellt's einem die Haare zu Berge, aber das hilft ja nichts und deswegen gleich wieder Play gemacht und ja, weiterlaufen lassen, denn wir brauchen Geld für unsere beiden Getreidezüge, die wir austauschen müssen. Es hilft nichts. Die machen schon fast gar keinen Gewinn mehr, weil die so viel Betriebskosten verbrauchen und deswegen müssen wir da was tun. Alles andere nach den Jahren nach kann noch etwas warten und die Busse sowieso. Und auch unsere Öltransporte müssen wir uns da mal zur Brust nehmen. Naja, also das bedeutet auf alle Fälle, wir müssen Geld machen und diese Zahl steigt immer weiter an, statt dass da mal der Plus reinkommt. Also, hoffe mal, dass wir uns jetzt nicht zu sehr übernommen haben oder dass wir doch einmal wieder einen Kredit aufnehmen müssen. Ja, und das Nächste, was mir aufgefallen ist, und das müssen wir jetzt auf alle Fälle machen, weil das ist ein totaler Irrsinn. Jetzt habe ich es ewig vor mir hingeschoben. Es geht um diese Geschichte München-Landshut. Also, da warten hier 326 Leute. Und man kann davon ausgehen, dass die alle nach Landshut wollen, denn in Landshut warten genauso viele Leute. Das bedeutet, sobald wir irgendwie ihr Geld haben, werden wir diese zweite Strecke hier ausbauen und dann einen Kurzzug von München nach Landshut schicken. Das wär, weil wir haben hier das Gleis ja noch frei. Eigentlich wollten wir uns das aufheben, um nach Altötting zu kommen. Das würde ich jetzt mal noch nicht machen. Das können wir aber später dann wieder ändern, indem wir vielleicht ein zweites Gleis abführen und diesen Bahnsteig eigentlich doppelt nutzen, das wäre eine Möglichkeit. Oder dass wir es ganz abreißen und dann später nochmal irgendwie verfeinern, das Ganze. Also da haben wir ja jede Menge Möglichkeiten. Und während ich rede und während wir hier zuschauen, wie die nächsten Züge hier toll in München reinrauschen, haben wir auch schon wieder ein bisschen Plus. Ist doch wunderbar. Also war alles gar nicht so dramatisch und man muss halt ab und zu einfach ein bisschen Geduld haben. Und ich will jetzt gar nicht auf schnell schalten. Könnte man jetzt, dann darf es natürlich schneller gehen. Aber ich will jetzt gar nicht so auf schnell schalten. Das klappt schon. Ja, ein bisschen Geduld haben. Der hat natürlich jetzt gar nichts eingebracht, weil der hat gar keine Leute mitgenommen. Das ist nämlich der jetzt erst einmal warm werden muss. Und wir hoffen, dass da eben, das muss jetzt erst ein bisschen einspielen und das kostet ja immer ein bisschen Geld. So, und Ingolstadt warten auch schon so viel Leute lang zu. Es ist echt ein Wahnsinn. Aber jetzt haben wir ein bisschen Geld und könnten uns hier gleich mal um den Gleisbau kümmern. Jetzt überlege ich gerade nochmal, jetzt wo die Leute ja alle da auf diesem Bahnsteig stehen. Aber ich glaube, die gehen dann alle automatisch rüber, gell? Zu dem Bahnsteig. Oder machen wir es doch anders und machen da eben ein Ausweichgleis her. Das wäre natürlich auch eine Idee. Nein, das ist ein Schmarrn. Ich meine, wir haben ja schon den Anschluss oben. Also machen wir das. Ich probiere das jetzt so. Zeig da jetzt einfach. Schauen wir mal. Das Geld müssen wir ja zumindest haben. Ja, und bauen da jetzt ein. So, lala. Wir bauen das jetzt bis Landshut durch. Geld, ja, es kommt wieder Geld in die Kasse, sehr schön. Was auch immer gerade angekommen ist und wirklich einen Schub nach vorne gegeben hatte, freuen wir uns. Habe ich jetzt leider nicht überblickt. So. Da müssen wir jetzt gerade, das habe ich nämlich auch noch gesehen, ja genau, hier haben wir nämlich nur die alten Gleise, okay, dann werden wir jetzt hier mal schnell die Gleise noch modernisieren. Was, wieso geht das nicht? Es geht nicht, weil wir kein Geld haben. Das ist die einfache Erklärung. Es geht nicht, weil wir kein Geld haben. So schaut es aus. Und dann haben wir ja für einen extra Zug erst recht kein Geld.
Jetzt, also immer so am Rande bauen, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Am Rande der Kosten, meine. Eieiei. Und da ist ein langsames Gleis, das kann ja auch nicht sein. So, der Land da auch noch. So, jetzt ist aber alles modernisiert, oder? Jawohl. Mit Oberleitung, super. Gut. Ja, der ist natürlich voll, das ist ja auch klar. Und nimmt hier auch gleich wieder die volle Ladung mit. So, oder? Ja, mittlerweile muss ich sagen, schaut er schon super aus, unser Münchner Bahnhof. Habe ich leider die 2 Millionen. Also ja, das ist ja Wahnsinn. Da verschenken wir ja echt Geld, das muss man wirklich sagen. Sehr schön. Und dann müssen wir jetzt mal schauen. Ja, der macht gerade Sorgen. Gell? Der macht gerade Sorgen. Mit 13 Leuten ist der immer noch unterwegs. Ja, das ist das halt auch, wie man auf langsam gestellt hat, gell. Der ist jetzt hier schon in Nürnberg, da warten aber auch noch nicht so viel Leute. Also das muss sich auch erst alles noch einspielen. Wie schaut es mit den Busse aus? Ganz okay. Vielleicht machen wir ein bisschen Geld haben, dass wir hier mal so ein bisschen den Bau vorantreiben. Ah ja, sehr schön. Na gut, du machst den Computer selber. Habe ich mir schon gedacht. So, damit ein bisschen was passiert. Gell? Gut, und wir müssen leider Geld sparen. Das hilft jetzt gerade nichts. Schaut es denn da aus mit den Leuten? Gut. Dann würde ich sagen, wenn wir gerade hier im Norden sind, schauen wir mal schnell nach unserer Ölquelle. Wie schaut es denn da aus? Auch gut, jawohl, die Jungs transportieren fleißig. Das ist eine stetige, gute Einnahme. $600.000, kann man sich nicht beschweren. Die Fässer sind voll, da wird da beim nächsten Mal, wenn wir die Züge dann austauschen, werden da auf alle Fälle die neuen Fässer dann auch, also die neuen Fasselwagen gekauft. Das ist ja ganz klar. Gut, okay. Schaut auch gut aus. Also im Moment, ja, können wir nur überwachen, weil wir eben kein Geld haben. Da steigt jetzt die Fahrgastanzahl auch an. Sehr schön. Gut. 44 Leute. Ja, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir genügend Busse haben, dass dann natürlich auch die Leute an den Bahnhof kommen können. Aber da schaut es auch ganz gut aus. Oh, Busse nicht ganz voll, aber okay. Gut. Und München, also München, das ist ja echt der Wahnsinn, gell, wie das wächst. Also das schaut schon super aus mittlerweile. Sehr schön. Die Hochhäuser ist schon ganz schön in die Höhe geschossen, München. Schauen wir mal rein. Ja, es steigt immer noch 677. Ausgezeichnet. Und auch das mit der Emission haben wir diesmal wesentlich besser hinbekommen. Weil wir eben gleich dranbahnen und weil eigentlich überhaupt keine LKWs und nichts in München rumfahrt. Außer, naja gut, hier der eine Bus, das ist ja der aus Dachau. Will da überhaupt irgendjemand fahren damit? Oh ja, er ist ja fast voll. Schauen wir mal, ob der Dachauer, wo ist denn der? Überlandbus München Dachau. Ah ja, die machen auch einen Gewinn. Ist jetzt nicht weltbewegend, aber sie machen Gewinn. Das ist das Wichtigste. Sehr schön.
Oh, die schaut immer wieder super aus. Also, das gefällt mir total gut. Also, wenn man da so reinschaut, das ist ja echt fast wie in echt. Also, Modellbau lässt grüßen. Schade, dass eigentlich da vorne am Bahnhof nichts los ist, weil die alle da hinten reingingen. Aber, mei, muss uns ja eigentlich, kann uns ja eigentlich wurscht sein. Hauptsache, es schaut gut aus. Ja. Jetzt habe ich das gar nicht mitgekriegt, wenn die Leute da aussteigen, müssten die eigentlich da rein gehen. Aber wahrscheinlich gingen die da rein, weil das rechnerisch dann doch der kürzere Weg ist. Das ändert sich, wenn wir mal dieses vordere Gleis hier nutzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das dauert noch. Wo ist denn der Zug? Ah ja, kommt gerade in Passau an. Millionen, ja, Wahnsinn. Also, das ist echt der Goldgrum. Okay. Ah, da steigen die Leute jetzt aus. Ich schaue mir das jetzt gerade mal an. Ja, die Leute, das ist jetzt. Die Leute gingen tatsächlich hier, weil das insgesamt der kürzere Weg ist. Aber mei, es ist ja wurscht, das schaut ja einfach cool aus. Laufen können sie ja, wie sie wollen, die Leute. Perfekt. Neue Trambahnen, ich muss jetzt mal schauen, neue Trambahnen gibt es noch keine, oder? Ach doch, da gibt es eine. Ja, die ist ja langsamer. 20, 64 Kilowatt. 26, 23, ich kann drei Leute mehr mitnehmen. Kann schneller laden. Ah ja, aber das ist schon in Ordnung. Passt schon. Soweit. Es hat übrigens einen Patch gegeben, den ich gestern abends noch aufgespielt habe. Und also, ich weiß jetzt leider nicht genau, ob der Patch jetzt schon für die gespeicherten Spiele auch gilt. Werden wir dann schon sehen. So fällt mir jetzt nichts auf, aber gut. Müssen wir vielleicht halt eine dritte Saison machen, damit wir die neuen Sachen auch genießen können. Das werden wir dann schon sehen. Also so läuft es ja eigentlich wirklich rund. So, und mittlerweile haben wir schon wieder 5 Millionen auf dem Konto. Sehr gut, dann können wir uns jetzt wirklich nochmal um diese Geschichte hier kümmern. Das darf mich jetzt echt interessieren. Ja, die Station ist überlastet, ja. Also da wird es jetzt Zeit. Dann machen wir das jetzt einmal. Das probiere ich jetzt einfach. Das bedeutet, wir machen nochmal eine neue Linie. Und zwar, es wäre dann angelegt an die S3, aber da machen wir jetzt trotzdem einfach die S4. Dann machen wir jetzt wieder das. Ah, es gibt mehr Farben. Stimmt. Also ein Patch hat schon mal gegriffen hier, dass es mehr Farben gibt. Na, das ist doch super. Auch wenn man die alle trotzdem schwer auseinanderkennen kann, aber es ist doch schön. Ja, dann nehmen wir mal so ein dunkles Grün. Also, das ist dann die S5 München nach Landshut. Und zwar nur München Landshut. Und fügen hier die Stationen dazu. Da fügen wir jetzt mal hier Landshut dazu. So, nach München. Und dann hoffe ich mal, genau, dass die Leute es checken und auch rübergingen dann auf den anderen Bahnsteig. Und wenn das alles nicht funktioniert, müssen wir es halt leider wieder verkaufen. So, wir nehmen, die kostet 7 Millionen. Das ist schon echt immer krass, die haben wir ja gar nicht. Diese 7 Millionen, die kostet 11 Millionen, die haben sie gleich dreimal nicht. Also geht so nicht. Können wir noch nicht kaufen, weil wir das Geld noch nicht haben. 7 Millionen, das ist ja Wahnsinn. Wir könnten natürlich doch nochmal schauen, ob man so eine billige Dampflok, die kostet 2 Millionen. Da 7 Millionen, 6 Millionen, ja, aber Dampf. 1957 ist eigentlich Dampfzeitalter wirklich vorbei, oder? Es muss uns nicht kratzen, die kostet 8 Millionen, die kostet sogar noch viel mehr. Okay, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Müssen wir warten. Kredit nehmen wir jetzt mit Sicherheit Korn auf, die Linie steht.
Und dann hoffen wir mal, dass das klappt. Sobald man es geht, weil da brauchen wir 8 Millionen, brauchen wir locker. Achso, ja, wenn wir eine Play machen, kann ich auch kein Geld reinkommen. Mann! Und dann haben wir wie viel? 2, 4, 5 Gleise und fahren auch 5 S-Bahnen. Sehr schön. Naja, da kann es schon sein, dass wir vielleicht sogar noch was dazu bauen. Ich wüsste zwar nicht wohin, aber vielleicht braucht ja auch Augsburg dann einmal ein Doppelgleis. Ich denke, im Moment haben wir es noch im Griff, aber wer weiß das schon? 40 Leute, weil von München nach Augsburg nicht so viel fahren wollen. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Aber gut. So, da warten recht viele Leute. Also es ist im Moment wirklich, ich hoffe, ihr habt da Geduld dafür. Etwas Mikromanagement angesagt. Und wir müssen ja leider auch, jetzt wird es dann echt gravutisch mit den Getreidefahrern. 35 Jahre, das ist halt schon, deswegen nimmt der auch immer weniger Geld ein. Mhm. Das ist dann der, oder? Ja. Betriebskosten 700.000 im Jahr. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Mordsstange. Okay, gut, auch da müssen wir warten auf Geld. Und ich glaube schon, dass es vernünftiger ist, jetzt erst den da hier noch einzusetzen, weil da verdienen wir dann, glaube ich, schneller Geld, als nur den Zug auszuwechseln. Also da werden wir ein bisschen Probleme haben. Okay, was gibt es währenddessen noch zu beobachten? Wir gehen mal schnell unsere Bushaltestellen, unsere Städte mit Bushaltestellen durch, schaut gut aus, wie ist in Rosenheim. Ja, alles überschaubar, die Leute fahren schön hin und her. Man könnte sich eben überlegen, einmal einen Überlandbus nach Rosenheim einzurichten. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, könnte Geld bringen. Müssten wir aber eine Straße bauen. Wir schauen einmal ganz kurz, schauen mal Höhenlinien. Aha, ja, wird wahrscheinlich nur mit Tunnel gehen. Da hat er eh schon so eine Straße rausgebaut, also von hier vielleicht darüber, das ist die kürzeste Strecke. Ja, wäre eine Möglichkeit. Vielleicht so zum Bahnhof. Dass die Leute alle direkt zum Bahnhof gebracht werden und wenn die durch die Stadt möchte ich sie nicht fahren lassen und wer dann in die Stadt will, der muss halt dann von da aus mit der Trambahn fahren. Wäre eigentlich die logische Konsequenz. Wäre fast zu überlegen, ja. Finde ich eigentlich ein recht spannendes Thema. Ein Überlandbus. Altötting. Das sollte man sich auch mal nochmal überlegen. Ich würde eigentlich in der Größe im Moment, würde es auch da, glaube ich, keinen Zug lohnen. So, wir haben die 9 Millionen, alles klar, die Grenze ist schon erreicht. Dann würde ich sagen, schlagen wir jetzt zu und schauen uns einmal, wie das wird. Drückt mal die Daumen, dass die Leute es verstehen und rübergehen und das nutzen. Also, und dann nehmen wir mal zwei. Ach, da können wir jetzt andere Farben nehmen. 9,9 Millionen haben wir jetzt gerade nicht. Jetzt sind wahrscheinlich gerade Betriebskosten weggegangen. Da müssen wir jetzt kurz warten. Das ist eigentlich schon Wahnsinn. 9,9 Millionen. Ja, da müssen wir aber viel Geld verdienen, dass wir uns sowas einmal leisten können. Wir machen das jetzt anders. Ich nehme jetzt nur einen.
So, Dalla, wir setzen den jetzt gleich auf die Linie, weil dann bin ich gespannt. Auch damit können wir schon schauen, ob das klappt. Und jetzt müssten eigentlich dann irgendwie. Wenn die Leute das kapieren. Glaube, dass ich mich da verzettelt habe. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe die Befürchtung, dass ich mich da verzettelt habe. Die Leute haben sich jetzt auf diesen Zug hier eingestellt, der ja immerhin randvoll ist und wahnsinnig viel Geld einbringt. Ich glaube, dass das jetzt keine so gute Idee war. Gut, Emma, wir können ihn wieder verkaufen, da ist nicht viel verloren. Ja, weil München Landshut, es ist zweimal das Gleiche. Das ist, ja, gebe ich zu, im Grunde eigentlich unlogisch. Wir müssten, das muss man anders gestalten. Wir müssten München Landshut fast zwei Züge fahren lassen und dann aus Passau mit einem Zug die Leute hier ankarren. Das wäre eigentlich die richtige Weise. Haben wir da drei Gleise? Na, haben wir nicht, aber gut, das könnte man mit einem Signal lösen. Das wäre eigentlich die richtige Vorgehensweise. Wenn da so viel Leute fahren. Weil das entlastet jetzt diese Strecke nicht. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich überlege. Überlege, wie man das jetzt ändern kann. Deswegen habe ich jetzt Stopp gemacht. Also, wir bauen die zweigleisig aus, die eine Spur, und setzen tatsächlich lass jetzt trotzdem mal fahren, während ich überlege, weil wir brauchen ja die Einnahmen. Sitzen jetzt sechs Leute drin. Wir machen das anders. Wir machen das jetzt ganz anders. Also, wir werden den jetzt wieder verkaufen, damit wir Geld haben. So. Dann bauen wir jetzt tatsächlich hier so eine Spur her, eine zweite Spur her. Die andere werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ja, wobei, bin ja auch Schmanke. Nein, das ist kein Schmarrn. Ich mache das jetzt so. So. So, da la. Jetzt setzen wir hier Signale. Also, da geht's rauf. Da geht's runter. Alles klar. So, da la. Und jetzt
Dann müssen wir die Linie, die streichen wir jetzt. Hier nehmen wir Passau raus. So. Wo ist der jetzt gerade? Ah ja, der fährt jetzt gerade nach Passau. Ist natürlich jetzt unglücklich. War jetzt auch nicht. Eigentlich müsste der doch jetzt, wenn der 120 Leute fährt. So. Und dann wahrscheinlich reicht der eine Zug. Das war jetzt auch schlecht geplant. Aber okay, gut, jetzt lassen wir es einmal so. Und dann brauchen wir aber trotzdem den zweiten Zug, der die Leute von Passau nach Landshut bringt. Den können wir uns jetzt leisten, weil es Geld nicht da ist. Okay, gut. Ja, also das würde ich jetzt gerne ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es so clever war oder ihr alle die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, mei, was baut er denn da? Ich würde das jetzt mal sehr ausprobieren und ob das klappt oder nicht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nein, natürlich auch nicht. Das habe ich letztes Mal schon mal gemacht, den Witz, bei der nächsten Folge. Und mit hat es gefreut. Ich bin gerade voll in Gedanken, wenn man es am besten lösen könnte. Bei der nächsten Folge werden wir es herausfinden. Und ich sage deswegen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es ist und bleibt immer wieder toll und spannend. Und mit diesem Blick auf München verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Danke, viel Zeit, Servus.